Ein wunderschön. Ja, darf euch präsentieren. Letzte Gefecht mit dem Tiger P. Ich habe ihn danach verkauft. Hat mir ein bisschen in der Seele wehgetan, aber letztendlich würde einfach bloß eine leere Hülle in der Garage rumstehen und Platz wegnehmen. Habe jetzt den VK 4502A, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Wo sind wir hier? Wir sind auf den Klippen. Nein, das wollte ich, genau. Los geht's. In einem anständigen Siemer-Gefecht. Und einen speziellen Gruß an den Sateda. Ist ja der Tiger P, den ich hier fahre. Wollte ihm mal zeigen, was die Hütte so alles kann. Ja, also war jetzt kein überragendes Gefecht, aber ich war zufrieden. Schönes Abschiedsgefecht mit dem Panzer. Ich mag ihn sehr gern. Ja, die Kommandoluke ist riesig und ja, da trifft wirklich jeder auf das Ding. Aber seine 200 mm Panzerung, wenn man die anwinkelt, dann kommt da fast gar nichts durch. Nur halt der Turm, das ist die große Schwachstelle. Und die Kanone ist sowieso geil. Also ich bin rundum zufrieden mit dem Ding. So, hab gesehen, der Panther klaut mir da so ein bisschen die Position. Da wollte ich eigentlich hin. Genau, okay, dann bleibst du erstmal hinter dem Haus hier stehen. Schaust mal, was so geht. So. Na, wo ist er denn? Ja, nehmen wir erstmal den. Der macht eh mehr Schaden. Also wenn der trifft, dann ist das nicht witzig. Ja, warum sind es bei mir nur Replays? Ich glaube, ich muss mal. Vielleicht liegt es am Programm oder was, keine Ahnung. Wenn ich aufnehme, ist der Ton immer um 3-4 Sekunden verzögert. Das heißt, ihr hört mich sprechen und kommentieren, was dort passiert und seht es aber erst 3-4 Sekunden später. Und das nervt. Und deswegen Replays, da passt es lustigerweise. Jo, Magnetmunition bei, das ist immer gut. Ist ja auch nicht schlimm. Ja, nochmal. Genau. Halt mal ein bisschen höher an. Vielleicht klappt's. Das war meiner. Ja, das war wirklich eine extreme Bedrohung, der sture Emir. Also wenn der trifft, dann das ist echt nicht witzig. Der kann einen mal ebenso halbieren. Blöde Strohballen. Habe ich da gerade durch den Ballen durchgestanden? Das ist ja auch cool. So, jetzt habe ich erstmal gesehen, dass da Felsen sind. Genau. Haben wir gleich einen Schwachpunkt vom T29. Der hat eine wunderschöne Kommandoluke. Da reinballern, alles wird schön. So, jetzt aber. Nein, natürlich nicht. KV-1S hat auch eine schöne Kommandoluke, wurde nur früher entdeckt von einem anderen. Was soll's. So, Panther, dann fahr mal schön in deinen Tod. Und wir knüpfen uns den anderen Russen vor. Kriegen wir noch? Jo. Geben wir noch eine mit dazu. 986 Schaden haben wir mittlerweile. Naja, läuft doch. Moa. Das Witzige ist, ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, ich wurde nicht einmal gespottet. Und es ist jetzt nicht so, dass ich hier großartig Deckung vor mir hätte. Japse. Geh meine mit. So, jetzt bin ich gespottet. Jetzt wird auch gleich auf mich geschossen. Da ich mich nett bedankt. Ja, ist natürlich blöde, wenn er vorne die Fahrerluke trifft, also diesen Schlitz, kann er mal rumschwenken. Wo hat er denn überhaupt getroffen? Untere Wanne. Ja, gut. Das ist bei Deutschen sowieso anfällig. Also da unten. Okay, das ist eine Schwachstelle von vorne, aber was hier durch die Blende, wenn die angewinkelt ist, dann wird es echt schwer, da durchzukommen. Außer, wie gesagt, dieser Schlitz hier und das MG. Aber da muss man schon echt gut zielen oder nah dran sein.
Von Weitem ist das kaum zu treffen, von daher alles gut. So, der versteckt sich hinterm Stein. Der T34 da oben macht mir noch ein bisschen Sorgen. Und was hier abgeht, das hätte ich auch gern gesehen. Ja, habe jetzt hier Gott sei Dank ein bisschen Unterstützung von dem VK gekriegt. War auch echt notwendig. Also lieber VK, falls du dich erkennst hier in dem Gefecht, falls du es durch einen blöden Zufall sehen solltest, vielen Dank. Ich habe vergessen, mich zu bedanken. Das heißt, ich habe es nicht vergessen, ich war zu beschäftigt. So, Sateda, der ist für dich jetzt. Pass mal auf, was gleich passiert. Ich weiß nämlich, wo die Artis stehen. Damit du mal siehst, was so ein Tiger P alles aushält. Kettet. Das heißt, jeder Schaden gehört zur Hälfte mir. Aber ich bin offen, das ist blöde. Ich dachte, ich kriege noch einen Schuss raus. Schaffe ich auch noch, aber. Bam! GW Panther, das ist finster. Von dem will man nicht getroffen werden. Und M44 auch nicht. Ja. Gedacht, haust mal einen Schuss in die Richtung. Aber der ging ja nur leider in den Dreck. So, VK stimmt vor, der hat die Situation erkannt. Oder auch nicht, und er stirbt einfach vor. Mir egal. Er spottet da auf jeden Fall. Und noch ein. Ich der M44 glatt nochmal erwischt. So. Ordentlich Schaden gemacht. GW Panther krieg ich nicht mehr. Genau, mit 29 HP überlebt und einen toten Fahrer. 1930 plus dem sturen Emil, also irgendwas so knapp über 2000 Schaden bin ich ausgelaufen. Hab noch ein Großkaliber gekriegt. Ja, war eigentlich rundum zufrieden. 3 Kills haben wir auch. Alles schön. Achso, Klasse 2, 3, 2, irgendwas wäre es noch wert gewesen. Na, was man so mit dem Tiger P alles anfangen kann. Alles klar, dann bis dann. Tschüss, tschüss.